Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Bei Notar gefallen. Und ja, wir sind hier gerade als Son Gohan auf der Erde, nachdem wir hier Freezer besiegt haben mit Son Goku, welcher irgendwo da draußen ist. Also der ist nicht tot, sondern irgendwo da draußen und will nicht wiederkommen. Ne? Wo darauf überhaupt eingegangen wie beim letzten Mal? Ich weiß auch gar nicht mehr. Und ja, jedenfalls, oh, mein Hals ist schon wieder irgendwie immer noch voller Schleim. Ich weiß nicht wieso, aber ja, ich würde jetzt ehrlich gesagt hier erstmal ein paar neue Attacken lernen. Aber ich habe dann hier noch was gefunden und das kann man da auch mal nebenbei machen. Ne? Das ist hier so ein Erinnerungsding, wenn ich mich irre. Son Goku und Chichi heiraten. Der Rinderteufel bereitet sich nach dem Kampfsport-Weltturnier auf Son Gokus und Chichis Hochzeit vor, als urplötzlich sein Schloss in Flammen steht. Schon wieder. Der Rinderteufel eilt zum brennenden Schloss, um das Hochzeitskleid von Chichis Mutter zu retten. Nachdem sie die Flammen gelöscht und sowohl das Kleid als auch den Rinderteufel gerettet hatten, heiraten Son Goku und Chichi. Ja, das war ein bisschen sehr abgekürzt. Und ja. Gut, damals war Chichi noch ein okayer Charakter. Ach, ich mag Chichi nicht besonders. Da habe ich jetzt keine Lust. So, wir lernen neue Attacken. Ich kann eine Menge lernen, ehrlich gesagt. Starten wir den Part mit ein bisschen Action, würde ich sagen, ne? Okay. Hier zum Beispiel mit Vegeta können wir Schnellfeuer Kiewelle lernen. Level 20, der dürfte ja nicht so lang dauern, ne? Und ich glaube, wir spielen sogar Vegeta in, ja, seinen Batman-Klamotten. Warum nicht? Ah, drei Gegner. Warum? Eins. Okay, ist gut. Du machst wortwörtlich keinen Schaden gegen mich. Das hat. Ich glaube ich gar nicht. Danke. So. Ich bekomme eine Weiterentwicklung von diesem Angriff. Ne? Also sollten wir den vielleicht auch mal einsetzen. Au. Kannst du es wagen, Papa? Ich bin dein Vorgesetzter, glaube ich. Oh, was? Wann habe ich einen Vegeta eigentlich? War nicht Vegeta auch dabei? Schnell vorher Kiewelle erlernen. So. Piccolo hat auch ein paar. Aber so nach dem Level Up 35. Das sollten wir vielleicht noch nicht machen, weil wir sind noch nicht mal Level 35 mit Vegeta. Ja, gut, okay, dann wird das jetzt doch nicht so lange dauern. Mit Piccolo können wir allerdings. Wer für die Voraussetzung zum Lernen dieser. Ah ja, Schnellfeuer Kiewelle Level 3 und Explosionswelle Stufe 3. Alles klar, machen wir mal ganz schnell. Ich hoffe, das kann ich auch machen, wenn ich die Charaktere nicht dabei habe. Oh, kann ich sogar, glaube ich. Alles klar. Explosionswelle, das, ne? Level 3. Und super Explosionswelle. Ich tue ihn nur hochleveln, wenn wir die für so Dinger brauchen. Ansonsten ist das ja nicht so wichtig. Ne? Super schnell vor Kiewelle. Gut. Machen wir das mal ganz schnell. Falscher Knopf. Super Garlic Strahl. Oh, die Teacher say Garlic. Ah! So, komm her. Ja, da ist noch jemand. Dann könntest du ruhig auch angesehen. So, das sind diese einzelnen Dinger. Habe ich schon immer gefragt. Das bedeutet mit diesen Fadenkreuzen, weil ich sowieso immer nur eine Person anvisieren kann. Aber das ist dann, das hat gefühlt diesen Angriff hochzuleveln, warum war für eine spätere Attacke. Also voll broken irgendwie. Also nicht so broken, aber. Mal ein bisschen abkürzen, glaube ich. Aber ich glaube, so mache ich mehr Schaden, ja. Kloppen uns hier vor Son Gokus Bude. So, nächster.
Also gibt es eine Spirale. Na, so, weißt du noch, wie ich mit der Höllenspirale weggepustet habe? Ungefähr so. Denke da mal. Na, die verfolgt mich noch, oder? In eine Vase irgendwo. Voll daneben gehauen. Ich wurde zweimal bisher angesetzt, ne? Hab bis jetzt noch kein einziges Mal jemanden besiegt. So, super Schnellfeuerkiebel. Machen wir auch noch. Und dann noch irgendein super Dämonenblitz. All die Angriffe, die ich nicht einsetze, habe ich so gefühlt. Ich glaube, die kann man zweimal anvisieren, dann werden die Fahnen kurz so rot, ne? Wow, was warten? Bild voll abgespackt, so sagt gerade. Es war irgendwie gerade so ein Blut an mir vorbeigedüst. Oh, ich wollte blocken. Ich war gereicht. Ja, was ist dieser angefangen? Sie konnte Raditz, glaube ich, auch. Ja, nee, da war, glaube ich, der Tutorial-Kampf von Son Goku und Piccolo. So, was ist mein Ziel für diesen Part? Ein paar Nebenquests erledigen und da, hin und wieder vielleicht mal so ein paar Kugeln finden. Habe ich gesagt, schon ein paar Kugeln gesucht und ja, offscreen und ich habe Glück gehabt mit zwei, aber ich würde dann noch ein paar Kämpfe entwickeln und ich habe mal versucht, vor einem Kampf zu fliehen und hat nicht funktioniert. Ich bin irgendwie, weil nicht kilometerweit von den Gegnern weggeflogen, in der Hoffnung, dass vielleicht dann irgendwann mal der Kampf zu Ende geht, aber nein, ich konnte meine Gegner schon gar nicht mehr sehen und der Kampf ging immer noch weiter, ey. Das ist irgendwie kacke, ey. Kannst ja überhaupt nicht falsch, kannst du nicht mal irgendwie hier aus Kämpfen fliehen, ne? Du machst noch super Dämonen Dingenskirchen irgendwas, ne? Hat hier habe ich die überhaupt alle ausgerüstet? Dann weiß das denn hier, wer bleibt schon erhalt aktiv, Referenzzahl für Nahkampf Kombos. Na komm, machen wir mal. Ja. Ja, und dann war es jetzt auch mit den Attacken lernen. So, als anderes Level 35, was ein bisschen extrem ist. Ja, ich soll vielleicht mal ganz neuen Angriff ausrüsten, denn da wäre auch mal eine gute Idee. Aber ich glaub, ja, oh, lala. Immer irgendwie an Dragon Ball Z Bridge Piccolo denken, die Geräusche, die er von sich gibt beim Kämpfen, sind manchmal voll arm, dass ich mit C17 gekloppt hat. Oder einmal wurde irgendwie voll weggeklatscht, ist irgendwie so tausendmal am Boden umgerollt. Das ist so geil. Ja, aber ich wollte schon sagen, kann ich nicht da durch diesen irgendwie dort. Ah. Ich habe übrigens auch diese Vorbesteller-Bonus mal freigeschaltet. Da muss man, wenn man sich das vorbestellt hat, das Spiel. Ich habe den Code irgendwie erst vor der Woche oder so bekommen, glaube ich. Und das Spiel auch schon seit zwei Wochen, glaube ich. Ich erst, weiß nicht, vor ein paar Tagen in der E-Mail, glaube ich, bekommen. Also was denn? Ja, da war irgendwie ein Code bei. Ich glaube, irgendwie, ich habe irgendwie ein Gericht bekommen oder so. Und irgendwie so zwei Quests. Aber beide von diesen Quests kann ich noch nicht machen. Die sind erst in der Zellsaga verfügbar. So wie ich das verstehe. Und ja, müssen wir halt noch warten. Gut, ja, Jirobi. Hast du irgendwas hier, was du willst? Uns ist beim Meister Quitter das Essen ausgegangen, deshalb hat mich das kleine Fellknäuel gebeten, etwas zu beißen mitzubringen. Ich habe eigentlich keine Lust mehr drauf, aber das meiste Essen vertilgt habe, ist es wohl mein Schuld, dass wir jetzt nicht mehr haben. Hier, kannst du etwas von mir haben, schmeckt sehr gut. Das ist so komisch zu steuern, ich muss mitten... Ich hasse es, wenn man irgendwie, weiß nicht...
Ich muss mit Firk schießen und ich muss gleichzeitig auch den rechten Analogstick bewegen. Und das ist so, ja, das ist so awkward. So, boah, gibt's doch nicht. Also, warum baller ich euch eigentlich ab? Ich kann euch doch einfach anwenden. Gibt euch viel einfacher. Oh, ich fange euch übrigens nur, weil ich nicht weiß, ob ich euch schon gefangen habe und so. Man kann ja auch Tiere in der Enzyklopädie und zu sammeln und so. Ich will natürlich alles haben am Ende des Spiels. Also ja, und ich denke, ich habe irgendwas noch nicht. Oh, Hilfe! Irgendwas noch nicht gefunden, dann suche ich dann natürlich. Weiß das ein Trainingsplatz? Ne, das ist wieder so eine Erinnerung. Son Goku und Bulma, hey, das ist von Folge 1. Son Goku ist ein unbekümmerter kleiner Junge, der allein tief in den Bergen lebt. Als er eines Tages einen gefangenen Riesenfisch nach Hause trägt, wird er von einem Auto angefahren. Der Unfall fügt ihm kaum einen Kratzer zu, aber da er noch nie zuvor ein Auto gesehen hat, geht er davon aus, dass es sich um ein Monster handelt, das sein Essen stehlen will. Son Goku nimmt das Auto und schleudert es weg. Ein Teenager namens Bulma steigt aus dem ungeschützten Wagen und schießt auf Son Goku. Diese ziemlich unangenehme Erstbegegnung ist der Beginn des epischen Abenteuers der beiden. Ja, so hat wie Cell irgendwann mal zusammengefügt hat in Dragon Ball Savage. Alles begann einmal mit einem kleinen Jungen und einem Mädchen, das den kleinen Jungen ins Gesicht geschossen hat. Oder irgendwie so was. Irgendwie ist viel stilvoller erklärt. Und schau, so geht schwimmen. Bitte rette mich. Diese Freaks sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Oh, du schon wieder. Die Köchin. Okay, ich mach die mal platt. Angegriffene Dorfbewohnerin. Keine Angst, ich kümmere mich um die. Ja, statt 32 kommt her. Ihr habt ja noch einen Balken. Da flockig. Habe ich eigentlich schon Super Masenko, ja. Da habe ich schon ausgerüstet. Gut. Alter, nehmen die Schaden. Also nehmen die wenig Schaden, meine ich. Au. Vielleicht sollte ich all meine Angriffe auch schon mal hochleveln. So. Also irgendwann muss ich das ja sowieso machen, aber da habe ich wieder Angst, ich bin so stark für die Story und ja, ich will es natürlich ein bisschen schwierig haben. Und ja, jetzt geht es ja noch. Au, au. Ja, okay, ich nehme jetzt wieder ein bisschen Schaden, aber wir sind gleich tot. Rää. Oh. Ist übrigens witzig, schau, so und Yamshu machen einen Schaden. Das ist voll süß. Das würden die echt in der Serie. Genauso wie in der Serie ist das, ne? Das werden sie Teil dieser Serie. Da ist noch Level 11 und so, ne? Also. Ah. Level 10. Ne, sind noch nicht mal Level. Wir sind noch Level 9. Jetzt bist du wieder in Sicherheit. Ah. Vielen Dank, ich dachte schon, das wär's gewesen. Moment, bist du etwa Son Gohan? Das bist du. Du meine Güte, ich bin so froh, dich zu sehen. Ist schon eine Weile her. Du wurdest also schon wieder angegriffen? Ich weiß, ist das nicht schrecklich? Habe ich etwa eine Zielscheibe auf dem Rücken oder so? Also, ich glaube, die hatten jetzt auf dein Essen abgesehen. Ach ja, ich habe Essen dabei, nicht wahr? Ich muss noch mal los, pass auf dich auf, okay? Halt, du darfst wohl nicht gehen, ich muss dir noch für meine Lebensrettung danken. Bitte nimm das Rezept. Ernsthaft, bist du sicher, dass ich das alles nehmen darf? Natürlich, wenn du weniger nimmst, habe ich ein schlechtes Gewissen. Vielen Dank. Nein, ich danke dir. Sollte ich noch mal angegriffen werden, zähle ich darauf, dass du mich rettest. So wie ich sie kenne, wird das wahrscheinlich bald eintreten. Okay. Die Frage ist, jetzt kriegen alle Erfahrungspunkte. Ja. Was denn schon, da gibt es jede Menge leckere Früchte, die jetzt reif sind. Mach dich gleich auf den Weg, sonst sind alle weg. Wo ist dieser Schluchtbereich? Das hier. So, es gibt hier also doch Flussgarnelen. Ist da nicht irgendwie eine. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man diese Karte liest. Irgendwas, das sieht verdächtig aus.
Ja. Halt, du komm mal her. Oh, komm mal her. Muss alles Leben jetzt zerstören. Wenn ich es nicht tue, dann irgendjemand anderes, irgendein anderer Bösewicht oder so. Ist doch schon. Das ist nicht so ungewöhnlich in Dragon Ball Z. Oh, daneben nicht. Warte, da. Du. Oh, das gibt's doch nicht. Und zum. Das ist von Gohans Haus. Ja, also. So ein Goku vorher gewohnt hat. Cool. Das ist nicht dein Schnan, das ist am Schuh. Schau so. Hallo? Am Schuh sei nicht so respektlos. Steht er einfach da drauf, ey. Ne. Ja, ich wollte schon sagen, stecke ich jetzt hier fest. Hier hat mein ehemaliger Schüler Son Goku als also großgezogen. Hm, ist sehr schön hier und ruhig. Son Goku war ein großer Mann, stark wie ein Ochse, aber sanft wie eine Frühlingswiese, ein echter Musterschüler. Ach, was sprach ich denn da wieder von mich hin? Tut mir leid, dass du erst anhören musst. Es hier im Nest. Deine Geduld soll belohnt werden. Oh. Cool. Alles klar, so, aber hier unten irgendwas, da ist wieder so ein Tor. Kugeln. Sind hier Kugeln. Die Gegner. Wenn ich diese Pfeile sehe, sind der Gegner, ne? Fleischige Flussschnecken, was? Ich auch. So. Dann Wasserfall. Nein. Oh. Wenn du weglaufen willst, hast du keine Chance. Ja, ich weiß, ich kann nicht weglaufen. Ich kann wirklich so weit wegfliegen, die Gegner nicht mehr sehen kann. Und die sind immer noch im Kampf. Bin ich ein bisschen doof. Ich bin übrigens auch gleich tot, wenn er so weitergeht. Ja, du komm her. Ist das so? Nächster, also die ganzen, oh Gott, so auf mich damit gezählt. Wie kannst du es eigentlich wagen? Da, nächster, eins, immer noch eins. Kommt schon, die sind doch nur noch 15 Level oder so höher. Ja, 13 steht da, aber so. Die Omme. Und Folgeangriff. Und Folgeangriff. Sehr gut. So, komm her. Die Angriffsroboter sind doch voll dämlich, ey. Ich hab keinen Bock, den Weg dahin zu fliegen. Direkt. So. Ich will ja eigentlich nur umschauen, ne? Ich will ja gar nicht trainieren. Und dann kann ich ruhig ich auch mal ein Level abbekommen, weil ich wieder hochgeheilt werden muss. So, das wollte ich nachgucken. Ich habe, glaube ich, nur irgendwie so 11 Kugeln oder so gehabt am Anfang des Parts von 40 in diesem Gebiet. Na, 35, ey. Wer ist denn so ein hohes Level? Ich konnte eigentlich nee, die sind Level 33. Dreck. Ich dachte, Vegeta wäre schon wenigstens. Kann ich eigentlich auch Shao Su und Yamshu hochleveln? Ja, kann ich sogar. Die sind ja nur Unterstützungscharaktere, ne? Also wäre jetzt eigentlich nicht so verkehrt, die mal hoch zu leveln, ne? Geisterball, hey, für die brauche ich auch gar kein Training und so, sehe ich gerade hier. Spotten. Ah, okay. Ja,
darauf kann ich lange warten. So, ihr könnt ruhig so passive Dinge haben. Ja, ihr könnt euch die ganzen passiven haben, weil irgendwas müsst ihr ja haben. So, du hast alles. Ja, schau so, nein, obwohl. Okay, muss ich mir merken. Telekinese. Das kann doch nicht schlecht sein, ne? So. Dann wird jetzt mein Hilfscharakter ein bisschen was. Und die hoffentlich jetzt irgendwas drauf oder so. So, was ist das denn hier? Das ist das hier alles, ne? Keine Ahnung, hier das halt. So. Hier sind die voll stark. Das ist mein Geisterball. Spirit Ball Attack. Ich habe voll vergessen, wie der Angriff noch mal im Dings hieß. Ich glaube, der hat keinen offiziellen Namen, oder? Ein Dragon Ball. Warte jetzt nicht mehr. Oh Gott. Die waren gefährlich nah an mich ran. Ah. Ist gut. Geht weg von mir. Ich will eigentlich nur Dings sehen. War ich hier schon mal? Da ist so ein Turm, den will ich kaputt machen. Da ist eine Kugel. Ah. Oh, gehen wir jetzt auf den Nerven. Pass auf. Tschüss. So, mehr war da nicht, ne? Es liegt wahrscheinlich irgendwie sowas zum Aufsammeln, aber egal. Da, wo ist hier so ein Turm? Ich mach den kaputt. Wenn das so wie mit den Freezer-Raumschiffen ist, ne, dann nehme ich mal an, Alter, dann gehen die, dann respawnen die gar nicht, oder? Das wäre natürlich nicht schlecht, ne? So, ist da irgendwie was? Ja, da liegt was, was Rotes. Ohne Kugel. Johannes wichtig darin, ne? Kann ich schaden, die alle einzusammeln, ne? Ja. Wir haben eine Kugel. Kann ich diese Erze auch eigentlich kaputt prügeln? Jawohl. Ja. Ich habe jetzt nicht gelesen, was da stand. Da ist ein Berg von Zeugs, irgendwas. Berg von Mineralien, keine Ahnung. Aber ich wollte eigentlich. Mich gerade geheilt hier am Schuh. Puh, Leute, ihr müsst echt mehr abziehen. Da kann so nicht weitergehen. Ey. Ihr wollt doch mal relevant werden für die Story, oder? Au! Wenn ging's Gesicht. Oh, ich wurde schon wieder geheilt, sehr gut. Ah! Ah, was so? Du. Was ist das? Boah. Boah, ich kann sogar in der Combo. Ich kann in der Combo auch. Dinge abfeuern, die Angriffe. Aber noch einmal. So, letzter bitte. So.
So, hat jetzt da unten die Kugel überhaupt eingesammelt? Nö. Okay. So, weiter. Ich will jetzt hier, weiß nicht. Quest, gibt es überhaupt noch Quests? Nö. Hier gibt es noch einen Turm, den mache ich kaputt. Oh Mann. Hey, wenn die Gegner nicht so an so beschissenen Orten die ganze Zeit wären, ne? Ich will mich ja ehrlich gesagt ein bisschen umschauen und... Warte mal, ich kann doch jetzt auch Dragon Ball suchen, oder? Was sehe ich denn jetzt? Ist die jetzt einfach hier irgendwo am rumliegen? Ich muss wirklich irgendwie den ganzen Boden irgendwie so abklappern. Das wäre ein bisschen doof. So, ich glaube, das hat eine riesige Reichweite immer, ne? Männliche Ki-Explosion. Ich hoffe, er hat beeinflusst irgendwie, dass weniger Gegner hier durch Gegend fliegen oder irgendwie sowas. Also irgendwas, keine Ahnung. So, ich glaube, hier habe ich Eisenerz und Eisen gefunden. Das soll mir wahrscheinlich immer so ein Signal geben, ne, dass es hier irgendwas gibt. Ne? Oh Gott, da kommt irgendwas. Und Dragon Ball, was? Cool. Das ist mal nicht schlecht. Darauf habe ich eigentlich nicht gesucht, aber warum nicht, ne? So, oh Gott, ich sehe Gegner. In der Stadt muss es doch noch viel geben. Pass auf, ein paar. Warum sind denn hier auch noch Gegner? Ich glaube, ich kann nirgendwo umschauen. Natürlich ist da was. Ich wusste es, ey. Halt an! Wir sind, ja. Ich hoffe, die Dragon Balls werden auch irgendwie so angezeigt. Wenn ich die irgendwie suche. Okay, jetzt sind wir mal hier. In der Stadt, hier muss es da auch noch irgendwo was geben, ne? Blöp. Oh, was ist das Lila, ne, da? Was ist das hier? Warte mal, warte nochmal. Oder ist einfach nur okay. Ist halt alles ist so Zeug, dass ich wieder offscreen machen sollte, ne? Aber... Also richtig da versteckt, wenn ich das nicht gerade von der Perspektive hier suche, ne? Okay, wenn ich so eine Kugel einsam, dann sagen die ganze Zeit, boah, das ist eine unglaubliche Energie. Ist das deswegen, warum? Ist das der Grund, warum Piccolo irgendwie in einem Part immer gesagt hat, boah, das ist so eine unglaubliche Energie oder so? Warte mal, müssen wir so ein Informant hier. Kann doch immer hier irgendwie so, oder was ist das hier? Okay. Brauche ich alles nicht, glaube ich. Es gibt ja mal irgendwie so einen Informanten, der irgendwie so sagen kann, wo Ärzte und all sowas sind, ne? Ausverkauft. Mineralien auch. Ist ja gar nicht so wichtig, ey. Also, wenn ich die selber gefunden habe, dann euch das doch gar nicht kaufen, ne? Stell mal vor, mir fehlt nur noch eine und ich bezahle dann irgendwie so einen vollen Preis für so ein Teil. Das ist ja voll kacke. Okay. Wir haben noch nicht viel erreicht. Wir sind schon eine halbe Stunde hier am Zocken und ich habe eine Quest erledigt. Ich meine, da ist mehr drin. Warte mal, war ja noch irgendwo so ein Turm. Okay. Na ja, mal zur Weltkarte. Irgendwo muss ich doch hier was zu tun geben. Ne? Wie zum Beispiel hier im Kame aus. Warum ist da ein Dragon Ball ist erschienen? Okay. Wird mir sogar da angezeigt. Okay, dann können wir ja die mal suchen. Ne?
nicht so, als hätten wir in den nächsten Parts was zu tun, ne? Und ja, ist wieder so eine Unterbrechung, ist klar. Wir machen jetzt wieder ein bisschen random hier so ein paar Sachen, ne? Oh Gott, ich hoffe, der Dragon Ball ist nicht irgendwo unter Wasser. Ja, voll nervig. So, Alter, was? 44, warum sind die alle so stark? Ich hoffe, ich kann mich hier im Gegend bewegen, ohne dass jemand, wer ist da? Ciao, so. Ich habe unmenschliche Kraft gespürt. Ich dachte, es wäre jemand. Na, super. Hier soll irgendwo der Dragon Ball sein. Ne? Der ist bestimmt irgendwo da bei denen. Oh. Wird sogar angezeigt hier. Okay, macht ja auch Sinn. Wir haben ja ein Drachenradar. Ist überhaupt so? Oh, wie ist der? Der ist irgendwie anders, glaube ich. Ha. Also Begriffe, die ganzen eingedeutschten Begriffe, die habe ich gar nicht mehr im Kopf. So. Da. So, wir nehmen die Tiefseeroute. Und die Gegner hoffentlich nicht sehen. Was? Hier habe ich das schon eingesammelt. Ich glaube, der ist einfach nur Dragon Ball Radar, oder? Ich meine, der ist einfach nur Dragon Ball Radar. Oh, etwas Luft holen und rein da. Wir sind da Gegner. Aber. Ja, das macht die Sache natürlich einfacher. Das macht ja auch eigentlich Sinn, ne? Ich meine, wir haben den Dragon Ball Radar. So sollten wir ja locker in der Lage sein, irgendwas zu finden. Und mein Gott, sind ja so viele Gegner. Ich würde mich mal gerne umschauen. Da ist eine Kugel, natürlich ist da eine Kugel. So, sind die Gegner nicht alle irgendwie? Na, okay, die sind nicht so stark. Ich wollte schon sagen, hätte ich nämlich jetzt hier Probleme gehabt. Da. Oh, was? Okay, ich wollte dann. Also ich habe noch ein paar Heilgegenstände, also zur Not. Ich mich ein bisschen hoch heilen. Also das Gefühl, die Gegner sind ja schon hochgescaled für spätere Sagen. Deswegen sind sie schon so Level 40 irgendwas. So, komm her. Oh. Ja, die Hälfte der Zeit, in der ich angreife, macht dann den Gegnern irgendwie nichts. Ich mache Schaden, aber die bewegen sich nicht weg. Ich mag so eine Mechanik nicht. Ich fliege jedes Mal weg, wenn ich irgendwie angehe. Hat der Baum den gerade Schaden gemacht, den ich den Baum durchgedonnert habe? Du schwarze Gazelle. So, ich nehme jetzt einfach das hier und hau ab. Tschüss. Ja, danke. Erstmal da voll feststecken. So, hier haben wir im Kami-Haus eine Quest. Gehen wir mal dahin. Wir sind sowieso irgendwie heilen. Ich hoffe, wir können uns da heilen, ne? Was war das? Lag irgendwas. Das ist eine Erinnerung. Oh. Wo ist das? Boah, ehrlich? Oh, das geht mir schon so ein bisschen auf die Liste. Wenn ich gegen jeden Gegner hier mal kämpfen muss, doch irgendwie eine Möglichkeit haben, von ihm auszuweichen oder so. Oh, erstmal ja, hier geht mir voll auf die Liste gerade. Und er war nicht tot.
Ja, selbst diese Drohnen können irgendwie so Angriffe irgendwie abwehren, irgendwie tue ich die nicht weghauen. Da muss da echt nicht sein, ey. Was? Doch. Oh, komm her. Ja, ich weiß, das ist, damit ich nicht immer wieder auf die draufhauen kann, die so ketten kann, aber trotzdem. Komm schon. So normalen, stinknormalen Gegner, da muss man irgendwie die Ausforderung hier noch hochballern. Ja, sind weg und fertig. So, Schatzsuche. Son Goku und seine Freunde sind nicht die einzigen, die nach den Dragon Ball suchen. Auch die Red Armee hat die magischen Kuren gesehen. Das war General Blue, oder? Wenn Son Goku und die anderen mehr nach den Dragon Ball suchen, versucht General Blue, ihn vor ihrer Nase wegzuschnappen und greift sie an. Die Gruppen flieht in den Unterwasserhöhlen und findet nicht nur einen Dragon Ball, sondern auch einen Piratenschatz. Warum muss ich mir jetzt hin? Da. Hat er nicht irgendwie einen einfrieren können, indem der irgendwie angelächelt hat oder so? Er hatte da irgendwie so eine komische Fähigkeit, der Typ. So, ich gehe jetzt hier rein. So, wir die Gegner folgen mir hier rein. Ey. Kann ich mich hier irgendwo ausruhen? Könnte meinen, ja, würde das irgendwo gehen, ne? Irgendwo, hallo? Olong, ja. Kann ich mich hier ausruhen? Kann ich mich hier hinsetzen? Nein, okay. Hast du mich? Guck mal, so was dringend schon zum Teil abgeschossen. Okay, hier ist deine Belohnung. Oh, okay. Okay. Deshalb, weil ich in der Story weiterkomme oder Nebenquest mache oder irgendwie so was. Okay. Danke, gib mir ruhig mehr. Also Schildkröten Schulenmeister. Alter. Alter, wie viel gibst du mir noch? Son Goku gerade gesungen. Alter. Wie viel gibst du mir noch? Hätte ich mir gar nichts kaufen müssen, ey. Alter. Also, wie viel kriege ich denn hier noch? Stufe 8 für irgendwas. Schildkröten, ich weiß überhaupt nicht, was das ist überhaupt, ne? Das hier ist halt irgendwie, ne? Schildkröten. Oh. Okay. Ah. So, wann ist das denn hier? Ja, wir sind Goku Stufe 40. Ja. Oh. Okay. Wollte schon sagen, ein paar krasse Sachen hier bekommen. So, Olong, deine Dings fehlt uns noch. Hallo, mein Gott, hat den Riesenkopf. Was um Gorn, was für dich denn hier? Nichts Bestimmtes. Ach ja, dann führe ich mal wie zu Hause. Sag mal, hast du vielleicht kurz Zeit zum Plaudern? Ja, warum denn nicht? Vegeta darf nicht in deiner Gruppe sein. Was? Das Geheimnis des verschwundenen Schweifs. Klar doch. Cool, ich hätte mir wohl ein Thema zurechtlegen sollen. Oh, sag mal, was ist denn mit deinem Schweif passiert? Hm, jetzt wo du sagst, ich habe ihn länger nicht mehr gesehen. Welches er ja für immer weg. Komm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei deinem Vater nachgewachsen ist. Echt, aber Papa hat doch gar keinen Schweif. Ich weiß, Gott hat ihn abgeschnitten. Warum hat er das getan? Meinst du es ernst, Kleiner? Er hat nicht mal erzählt, dass Saiyajin sich in Affen verwandeln können. Soll ich es ihnen einweihen? Ach, was rede ich da? Der Planet hätte echt ein Problem, wenn Papa sich plötzlich in einen Riesenaffen verwandeln würde. Du weißt also Bescheid? Na, schließlich hast du ja auch gegen die Saiyajins gekämpft. Jedenfalls hat Gott deinem Alten den Schweif abgenommen, um seinen inneren Affen zu unterdrücken. Meinst du, Gott hat mir auch den Schweif abgenommen? Keine Ahnung, frag ihn doch. Weißt du was? Ich glaube, das mache ich.
Schau vorbei, wenn du fertig bist. Ich bin auch furchtbar neugierig. Okay. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Warum ist bei Son Gohan der Schwanz so schnell nachgewachsen? Warum ist bei Vegeta nie der Schwanz nachgewachsen? Das ist auch so ein Mysterium. Ich meine, wie nennt man das auf Deutsch? Irgendwas, weiß nicht. Continuity Fehler, irgendwie sowas. Wenn irgendwas auf Dauer nicht Sinn macht. So wie mit den Potara-Ohrringen. In der Buu-Saga konnten die nicht mehr getrennt werden und dann in Dragon Ball Super haben sie halt einfach anders eingeführt. Also das meine ich, was ich mal auf Deutsch nennen würde. Und da ist noch eine Erinnerung. Meister Quitte vom Meister vom Meister Quitte-Turm. Okay, da ist auch nur Quittenturm. Da fast einen ganzen Tag erreicht Son Goku endlich die Spitze des Meister Quitte-Turms. Dort war dann auch Meister Quitte, ein alter katzenartiger Einsiedler, der einen Stab trägt. Er sagt, dass er bereit ist, Son Goku das heilige Wasser zu trinken zu lassen. Was er damit jedoch wirklich meint, Son Goku kann es trinken, wenn er es bekommt. Meister Quitte hindert Son Goku auf jede mögliche Weise daran, das Wasser zu trinken. Und dann war es einfach nur normales Wasser. Und hier ist noch eine Erinnerung. Und dann hat er irgendwann doch irgendwie so ein legendäres Wasser irgendwo gehabt. Ein Geheimnis von Gott. Son Goku reist zum Versteck von Gott, um Shenlong wieder zu beleben, kommt jedoch nicht an Gottes Diener Mr. Popo vorbei. Als er sieht, wie entschlossen Son Goku ist, Mr. Popo zu besiegen, erlaubt Gott dem Jungen die Voraussetzungen zu umgehen und ihn zu besuchen. Als Son Goku Gott zum ersten Mal sieht, ist er vollkommen geschockt, da er Dämonenkönig Piccolo wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Dann ist er auf ihn losgegangen. Wollte Gott eine reinprügeln. So. Wir werden doch nicht so gemeinsam und irgendwie was hier verstecken oder so, ne? Der Wächter lebt also hier. Dragon Ball, die einzige Serie, wo man Gott besuchen kann. Ich wusste gar nicht, dass es einen Ort auf dieser Erde gibt. Unglaublich, dass es ihn bisher noch niemand entdeckt hat. Naja, wir reden ja auch vom Mächter des Planeten. Der lässt bestimmt nicht zu, dass man sein Heim so schnell findet, oder? Ja, hier ist es echt schön. Ich wünschte wirklich gerne mal etwas. Ich würde mich gerne mal hier umsehen. Etwas von meiner Ausrüstung erbringen. Oh hey, du kannst das ja haben, ne? Ich brauche es nicht. Ja, man hat ja schon mal gesehen, wie das aussieht. Das ist so ein bisschen im All, glaube ich, dieser Ort. Aber sonst macht das echt keinen Sinn. Warum hat noch niemand diesen Ort gefunden? Entschuldigung. Ah, Son Gohan. Brauchst du was? Ich habe gehört, dass du meinen Vater vor einer Weile in Schweif abgenommen hast. Vor einer Weile? Deshalb frage ich mich, dass du das auch bei mir gemacht hast. Nein, ich fürchte, damit habe ich nichts zu tun. Oh, aber er wächst nicht nach. Was meinst du, woran das wohl liegt? Continuity-Fehler. Fragen zu Saiyajin. Psychologie stellst du am besten einem Saiyajin. Da fällt mir ein, Vegeta Schweif ist auch weg. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn treffen kann. Wenn man bedenkt, was Vegeta in der Vergangenheit getan hat, wäre es ratsam, vorsichtig zu sein. Ich bezweifle, dass es überhaupt einen Grund gibt, ihn zu sehen. Okay, es ist nur wichtig für mich. Ich werde ihn fragen. Deswegen aber nicht in der Party sein. Also sei vorsichtig. No, you get slapped. Hutsch. Ja, mit dem Schuh in der Truppe suchen wir Vegeta auf. Das wird doch lustig. Na, warte mal. Okay, da sind gar keine Medaillen. Da ist ein Dragon Ball. Ich habe noch viel mehr Quests, glaube ich, übrig. Sind wahrscheinlich jetzt noch nicht fertig, ne? Weil irgendwie ich hatte eine ganze Liste von Quests, die noch erledigt werden müssen. Habe ich ein bisschen verwirrt. Ich habe ja jetzt ganz viele Heilgegenstände, also jetzt kann ich ruhig ein bisschen so was aus meinem Inventar hier raushauen. Schon viel mehr als genug habe ich jetzt. So. Da ist noch eine Erinnerung. Wo ist Bulmas Haus? Während Son Goku allein nach den Dragon Balls sucht, geht das Drachenradar kaputt. Er plant, Bulma in der westlichen Hauptstadt zu suchen, um zu sehen, ob sie es reparieren kann. Hat allerdings keine Ahnung, wo sich ihr Haus befindet. Da Son Goku zum ersten Mal allein an solch einem belebten Ort ist, ist er von seinem Polizisten helfen, Bulmas Haus zu finden. Ja, aber vorher hat er irgendwie so eine Frau, so eine random Frau gefragt und der irgendwie Geld gegeben. Ja, Son Goku hat Prostitution
Kauf genommen. Also nicht in Kauf genommen, aber Dienste angenommen. Ich meine, er hat irgendwie einfach so eine Frau gefragt, kennst du Bulma? Und dann hat er der Geld gegeben. Als Dank. So, wenn ich ein Dragon Ball wäre, wo wäre ich denn dann? Das ist schon wieder so weit, was ich natürlich wieder auf Screen suchen könnte am besten. Aber ich will auch mal sehen, kann man den, warte mal, Glitzer Sachen. So, ich sehe ja zwei glitzernde Sachen. Ist eins davon der Dragon Ball? Damit ich weiß, ob Finger weg, meins. Stoffpuppe, schön long. Okay. Ich muss mal sicher gehen. Ich habe, oder ich kann ja einfach nur eine Aufnahme gucken, dann sehe ich ja, ob das angezeigt wurde oder nicht. Von daher muss ich den irgendwie ja so in meinen eigenen Augen erspähen. Warte mal, ich bin auch blöd. Wie kann ich herauszoomen? So, ja, ich habe schon wieder vergessen. Wird auf der Karte exakt angezeigt, wo das ist. Ich bin so blöd. Okay, dann gehen wir da runter. Ah, Vegeta, was machst du denn vor? Schickes T-Shirt. Kannst du nehmen, mit dir am Schuh in der Gruppe nicht fortsetzen? Warum? Oh. Ja. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte, was weiß ich, Tension an. Die können sich furchtbar gut leiden in Dragon Ball Z Abridged. Und jetzt ist hier eine. Okay. Okay, keine Ahnung. Die Neugier macht mich total verrückt. Hallo, Pol. So, ein perfektes Time. Ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Ach ja, und was brauchst du? Es geht noch nicht am Schuh. Seit er wieder da ist, hat er ziemlich viel Spaß. Hey, das ist doch super. Aber naja, ich mache mir wirklich Sorgen wegen seiner Dating-Situation. Ich hoffe, bei ihm läuft alles. Ganz bestimmt. Janshu hat doch schon immer ziemlich, war schon immer ziemlich gut drauf, oder nicht? Naja, ich mache mir trotzdem Sorgen. So, könntest du mal was für mich nach ihm nachsehen? Moment mal, ich? Ja, ich würde das eigentlich übernehmen, muss aber unbedingt noch was anderes machen. Also kannst du mir helfen? Das ist eine komplett andere Quest. Hm. Ein echt cooler Typ. Sehr viel Yamshu-Service hier. Fanservice in diesem Spiel habe ich sorgt für. Klar, kann ich machen. Überlass das mir. Vielen, vielen Dank. Also, wo finde ich Yamshu? Ich glaube, er hat ein Date mit Sapphire. Also ist er wahrscheinlich auf der Straße oder ist der Stadt. Alles klar, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich finde da immer noch Cell aus Dragon Ball Z Abridged hat es am besten zusammengefasst, als irgendwie ein Cell Junior irgendwie auf den eingetreten hat. Oh, oh, he's really kicking the shit out of Yamcha. I feel he doesn't deserve this. But it's still funny. Ja, wir haben schon zusammengefasst. Hi Vegeta. Kako, hat es dein Super Saiyajin geworden? Das kann nicht sein. Hallo, ich brauche deine. Ich brauche mal deinen Rat. Irgendwie will Vegeta nicht mit mir reden. Vielleicht muss Vegeta in meiner Truppe sein, während ich Oolong aufsuche. Keine Ahnung, ist jetzt egal. Machen wir die andere Quest. Such mal in Dragon Ball und. Keine Ahnung. Ist nicht so, als wären wir heute sowieso fertig mit allen. Da können wir auch ein paar Sachen nächstes Mal fertig machen. Erst einmal. Google. Blob. So. Und jetzt hier ein Dragon Ball. Wo ist der Strahl? Bin ich blöd oder was? Tension Name ist übrigens schon Level 15. Sehr gut. Mal Tension ist stärker als die beiden. War eine Überraschung, ne? So, du komm mal her. Der vier Sterne Dragon Ball. Der wichtigste von allen. Und hier ist so eine Kugel. Bist du irgendwo unter Wasser? Ja, oh Gott.
So, irgendwo unter Wasser ist doch irgendwie so eine blöde Kugel. Okay. Kann ich damit Dings noch auf der Vegeta Giza Gödnis. Ich habe doch gerade Vegeta gesehen. Warum muss ich denn extra? Boah. Hey, was ist das denn? Ich habe doch gerade Vegeta da gesehen. Ey. Warum kann ich nichts machen, Mann? So, ich glaube, hier gehe ich noch ein bisschen angeln. Wer weiß, vielleicht brauche ich irgendwann Fisch oder so, keine Ahnung. Gut, aber ich würde sagen, ich beende den Part hier. 50 Minuten, also schon wieder mehr als genug. Und ich sage, in der nächsten Folge machen wir uns dann auf und tun weiter Nebenquesten. Ne? Das wird jetzt noch, weiß ich nicht, so ein paar Parts so sich ziehen. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Dann lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.